Hallo Klickenabendler, wir sind auf der Spielwarenmesse 2024 in Nürnberg beim Ravensburger Spieleverlag. Und Ravensburger ist für viele Spielmarken bekannt, unter anderem für Make and Break. Und jetzt gibt es eine neue Edition, Make and Break Around the World. Und die liegt hier vor uns und wir lassen uns mal kurz erklären, um was es da geht. Ja, im Spiel Make and Break Around the World geht es halt darum, dass man halt Gebäude aus der ganzen Welt, also bei dem jetzt Gebäude aus der ganzen Welt nachbaut oder Sehenswürdigkeiten. Hier zum Beispiel das Kolosseum zu sehen oder die Stonehenge, also ziemlich viele Gebäude und das halt das Ganze halt auf Zeit. Und ich muss halt, also ja, das ist der Timer und das ist der Würfel. Und nehmen wir an, die sind jetzt alle zusammengemischt und dann ziehe ich jetzt halt eine Karte und ich darf jetzt entscheiden, ob ich die Vorder- oder die Rückseite nehme. Nehmen wir jetzt mal an, ich nehme einfach die Vorderseite. Das wäre dann jetzt der Eiffelturm. Da unten stehen die Punkte. Ich muss jetzt aber als Erste würfeln und da wird die Zeit mit dem Timer festgelegt. Also eine Minute? Nee, das ist jetzt bei 1 sind es glaube 20 Sekunden. Okay. Und 3 ist das Beste, also das sind glaube 40 Sekunden. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Und den kann ich jetzt starten, einmal durchklicken und dann einmal durch lange draufbleiben. Und jetzt geht's los und jetzt müsste ich bauen. Nehmen wir an, ich hätte das jetzt geschafft und die Zeit läuft immer noch, dann kann ich das nächste bauen. Aber da darf ich dann auch wieder nur die lilane Seite nehmen, weil ich die ja gewählt habe auch. Und das geht insgesamt 3 Runden. Wer da dann von am meisten Punkte hat, der hat dann gewonnen. Okay. Das ist Make and Break Around the World. Und Around the World heißt, weil die ganzen Karten halt Gebäude haben, die auf der Welt bekannt sind. Ja. Okay. Wann soll das Spiel erscheinen? Das wird im September 24 erscheinen. Super, danke. Weißt du auch, wann ein Hit erscheinen wird? Ja, ist schon draußen, also im Januar. Super. Danke für deine Zeit. Danke.